Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Let's Play. Dieses Mal geht es nicht um ein normales Let's Play wie eine Survival-Map, sondern um Skyblock. Hatte ich früher schon mal eine Serie gemacht, dann aber abgebrochen, weil die Zeit einfach nicht mehr gereicht hat. Und ich möchte das Ganze wie letztes Mal auch schon mit einem Let's Play Together machen und deshalb habe ich jetzt noch einen Joel eingeladen. Hi Stellt's Leute! ja. Ja, also Together wird ein bisschen schwer, weil viel machen tue ich eigentlich nicht, aber ich bin hier und ich unterstütze dich. Ja. Das finde ich doch schon mal eine gute Sache. Gesprächspartner sind immer eine tolle Auf jeden Fall. Eigenschaft. Also ja, Eigenschaft ist es ja jetzt nicht wirklich. ja, also für die, die Skyblock noch nicht kennen, es geht da eigentlich darum, dass du auf einem Block irgendwo im blauen, leeren Raum draußen bist. Du hast deine kleine Insel, du hast einen Baum, du hast ein Stück Eis und du hast ein Stück Lava, also ja, ein Kessel Lava. Und für die, die Minecraft so ein bisschen kennen, damit kann man Stein generieren und zwar grundsätzlich unendlich. Und ja, dieses Phänomen werden wir jetzt hier mal ausnutzen, weil sonst kommen wir hier eigentlich nicht wirklich auf einen grünen Zweig. Okay. Ja. Und ja, ich denke, wir fangen einfach mal damit an, dass die Insel so ein bisschen größer werden soll, weil, naja, auf so kleinem Raum kann man leider keinen Generator bauen. Jo, und deshalb mache ich jetzt das mal so. Und wir hatten ja ausgemacht, dass wir jetzt so immer ein Thema pro Folge machen. Vielleicht zieht sich das auch über mehrere hinweg. Und in diesem Falle geht es jetzt um die Medienlandschaft. So, ja. Was im Netz alles abgeht, was im Fernsehen, so den Zeitung, Radio. Genau, was da so abgeht. Und das wollten wir jetzt mal so thematisieren. Ich hoffe jetzt, dass ich hier nicht runterfalle, weil sonst habe ich ein Problem. Ein kleines, ganz kleines. Ganz kleines. Ich bin ja nur kleines. Tot, aber ja, schlimm. Kann passieren. Kann passieren, ja. Wiederbeleben, kein Problem. Ja, mit was beginnen wir denn eigentlich bei der Medienlandschaft? So. Zeitung. Zeitung, ja. Ist eigentlich erstaunlich, dass sich dieses Medium, das gibt es ja schon seit, ich würde es mal fast behaupten, seit Jahrhunderten. Seit lange. Seit ganz viel lange. Seit ganz viel lange, ja. Ja, und es hat sich eigentlich immer gehalten. Also wenn ich am Morgen da in den Zug einsteige, dann sehe ich da immer noch Leute, die eine Zeitung haben, inklusive mir. Ja. Ja, aber nur Gratis-Zeitungen. Ja, aber ich denke, es gibt auch immer noch sehr viele Leute, die Zeitungen abonniert haben. Ja, denke ich. Aber du musst auch schauen, Zeitungen, das sind ja größere Agenturen und die machen längst nicht nur die Zeitungen. Die haben jetzt auch Internetportale, die haben zum Teil Fernsehsender, das steckt alles unter einem Hut. Ja, okay, das stimmt. Ja, das ist so ein Medienkonzern. Genau. Also ich glaube, ich kenne keine Medienfirma, die eigenständig ist. So wirklich komplett eigenständig. Ja. Oder gibt's da was? Nein, das ist meistens an eine große Gesellschaft gekoppelt. Ja. Irgendwie, es scheint mir irgendwie so, dass die Medien grundsätzlich nur noch auf Skandale aus sind. Klar, weil was anderes liest niemand. Ja, aber ist irgendwie mitunter auch schade. Ja, so wegen Meinungsmache und so. Ja, also, Falschmeldungen, ja. Ja, Falschmeldungen, das ist auch so ein Thema. Also, ich finde einfach, man sollte doch auch noch irgendwie über wichtige Dinge was schreiben können. Weil ich meine, wenn die Leute das schon gar nicht lesen, dann bringt's das nicht. Ja. Das ist ja irgendwie so ein bisschen die Problematik. Und ich bin hier gerade zu blöd, Stein zu generieren. Und ich frage mich jetzt gerade, was ich falsch mache. Ist jetzt so ein bisschen scheiße. Ja, und jetzt habe ich noch so einen Block verloren. Ganz toll. Oh. Irgendwie, das fällt mir aber auch in anderen Medien auf. Also, ich meine, Fernsehen, was wird da wirklich geschaut? Trash-TV. Trash-TV. Total.
diese Möchtegern-Serien, wo dann irgendwie Assi-TV läuft oder so. Ganz schlimm. Und die Leute, die denken auch noch, dass das wirklich real sei. Dabei ist es ja alles nur gecastet. Ja, das ist was noch das Schlimmste daran, dass die Leute das effektiv abkaufen. Ja. So, und ich habe jetzt hier mal einen Stein generiert. Mal schauen, ob das jetzt wirklich was gebracht hat. Oder Es gibt ja. kann man Warte. Stein von Hand abbauen? Oh, fuck. Fail. Fuck. was mache ich denn jetzt? Problem. Scheiße. Cheetah, Cheetah. Ja, muss doch. Ja, jetzt müssen wir noch die. Jetzt müssen wir noch die ID von Lava kennen. Das Spiel hat sich gegen dich verschworen. Oh Mann, das kann so nicht sein. In der ersten Folge schon cheaten. Warte mal. Ja, das ist dann der Vorführeffekt. Ja, passiert. Man muss sagen, das ist halt dann alles total real und gar kein Trash-TV und nichts gescriptet, sondern das ist noch Real-TV. Ich fand das mega extrem. Wir waren in Köln und dann, da gibt es ja dieses Köln 50, ach, ich weiß nicht, wie es heißt, auf jeden Fall diese Trash-TV-Show, die in Köln gedreht wird. Und die waren da immer in so einer Bar drin und die ist gleich neben dem Bahnhof. Und die haben wirklich so ein Riesenschild neben die Bar gestellt. Hier findet ihr keine Darsteller von dieser Show. Bitte fragt nicht nach diesen Darstellern. Sie werden sich nicht hier aufhalten. Also Weil die. ja anscheinend schon so viele Leute nach denen nachgefragt haben. Wow. Sie hatten da wirklich so einen Riesenansturm. Das ist ein Nur. Riesenschild mit einem Eingang. Ich fand das mega lustig. Das ist dann aber auch irgendwie für einen Betreiber muss das mühsam sein. Also ich meine, das wäre wahrscheinlich auch für so YouTube-Stars, wäre das ja relativ anstrengend sein, wenn da mal irgend so eine Adresse rauskommt, dass dann alle immer vor der Haustür stehen. Ja, zum Beispiel bei Dena, der wohnt hier momentan im Block mit ein paar anderen YouTubern. Und es ist so, wenn du die Adresse wirklich rausbekommen willst, findest du die auch raus. Die ist nicht unauffindbar. Wenn du eine Adresse wirklich finden willst, die findest du dann auch. Ja, ich Aber ich meine, finde, das ist das ja gehört immer einfach so. zum Respekt, dass du die Leute nicht zu Hause aufsuchst. Ja, sehe ich irgendwie auch so. Das macht man einfach nicht. Weil die strengen sich an, versuchen irgendeinen guten Content zu machen. Und ich glaube nicht, dass die noch Zeit für. Also ich meine, ja. Sie geben sich zwar immer so nach dem Stil, ja, wir machen halt alles für die Fans, aber naja, Zeit dafür finden ist dann halt immer ein bisschen schwer, weil die sind nicht mehr klein von der Fananzahl. Ja, die Leute, die denken immer, ja, die haben bestimmt immer Zeit und die sind immer für einen da, aber die können halt nicht 24 Stunden für die Fans da sein. Die brauchen auch mal ihre Ruhe, ihre Freizeit. Und YouTube ist halt ein 24-Stunden-Job, wenn du das als Job wirklich machst. Ja, aber machen so, sagen wir zum Beispiel mal, ja, keine Ahnung, irgendeinen großen YouTuber. Ist jetzt nicht so ein Mega-Gigant, aber machen die das wirklich hauptberuflich? Ja, kommt drauf an. Also du kannst schon davon leben. Das geht auf jeden Fall. Und das machen auch ein paar. Was dann halt dazu kommt, dass du dann irgendwelche Aufträge kriegst durch deine Berühmtheit auf YouTube. Aber Ja. ich finde da nichts Verwerfliches dran, solange du noch hinter dem Ganzen stehen kannst, hinter dem, wofür du dann werbst oder wo du eine Kooperation damit machst. Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem, denke ich auch, dass man halt wirklich aufpassen muss, dass da nicht irgendwie. Ich meine, wenn du irgendwie eine Werbung für ein Produkt machst in deinen Videos, dann musst du ja sofort aufpassen, dass da nicht plötzlich kommt, ja, du machst das nur aus Kommerz und weiß nicht was alles. Das Lustige ist, das ist nur ein Problem in der deutschen Szene. Wenn du nach Amerika Echt? schaust, da macht das jeder und da findet das auch jeder okay. Und da weiß man, dass das halt nur Product Placement ist von Dingen, wo die Leute auch wirklich dahinter stehen. Und ja, aber das ist auch eine ganz andere Klasse nochmal. Also die machen da kein Drama draus. Nee, überhaupt nicht.
Und also ich meine, Amerika ist ja immer gesetzlich gesehen so, ja, ein bisschen heißes Pflaster, sage ich jetzt mal. Ja, es gab ja auch mal, das war gar nicht, das ist gar nicht so lange her, dass die Medienlandschaft, vor allem das Fernsehen, YouTuber beschuldigen, dass sie ihre Kooperation nicht gut deklarieren, weil im Fernsehen musst du ja immer dieses unterstützt durch Produktplatzierungen haben. Und Ja, das haben genau. ja die YouTuber zum Teil nicht oder nur in der Videobeschreibung. Und dann hieß es dann, ja, das sei nicht regelkonform und YouTube sei mit dem Fernsehen zu vergleichen. Das heißt, man müsse sich dann die gleichen Regeln halten. Und dann gab es dann, ja, in Anführungszeichen, Skandal drum oder Diskussion drum, wie jetzt Produktunterstützung deklariert werden müssen auf YouTube, weil das nicht geregelt ist im Internet. Ach so, also es gab dann wirklich so ein, ja. Ja, So ein Eklat. es gab dann eine Aktion, die heißt, ach, wie hieß die schon wieder? Ich bin ein Angeber, hieß die, und das waren dann YouTuber, die dann freiwillig überall in ihre Videotitel unterstützt durch Produktplatzierungen geschrieben haben, wenn sie dann eine gemacht haben, weil wo sie eigentlich nicht verpflichtet dazu wären. Ach so. Darum auch, ich bin ein Angeber. Also, Check News. sie haben dann wirklich so einen Witz draus gemacht, grundsätzlich. Ja, genau. Ja, Ja. schon mit den ersten Gedanken dahinter, aber ja. Ich meine, wenn man es mit Humor nehmen kann, dann ist das bestimmt eine gute Sache. Ja, ich finde es halt einfach schade, dass man wird halt relativ schnell gehatet. Irgendwie, also wenn du irgendetwas Kleines falsch machst oder wenn du irgendjemanden nur schon aus Versehen auf die Füße trittst, dann sofort ist mega Feuer los. Ja, Oder grundsätzlich musst du dir immer überlegen, was du hochlädst, weil ja. YouTube, das ist etwas, wo viele Leute sehr schnell viel sehen können. Aber zum anderen musst du auch, ja, du musst schauen, die Leute, die haben immer das Gefühl, oh, 6 Minuten Video, das hat bestimmt auch nur 6 Minuten Aufwand gekostet. Und die wissen das zum Teil gar nicht zu schätzen, was da überhaupt für ein Aufwand dahinter steckt. Und Ja. die haben im Internet, wo du eh recht anonym sein kannst, haben die nicht so den Respekt vor dir. Ja, okay, das ist auch so ein Problem, ja. Und das Problem hier jetzt gerade ist, dass ich immer einen Stein verbrenne. Ich bin irgendwie nicht fähig, das Ganze rauszuziehen. Ja, ich habe mich schon gewundert, du machst irgendwie seit 10 Minuten das Ja, Gleiche, ich weiß, aber. ich versuche einen Stein hier zu generieren, aber irgendwie will das nicht so ganz. Es verbrennt immer. Was mache ich denn falsch? Weil. Wenn du das Ganze noch eins in die Länge ziehst. Meinst du? Keine Ahnung. Ja, können wir ausprobieren. So da rein, das hier hin. Und dann versetze ich aber das Lava. Also dass es hier so noch eins weitergeht. Ja, jetzt habe ich halt ein Dreckstück verbrannt. So. Und dann ist das schön mittig. Mal schauen, wie das hier zieht. Aber ich habe da noch nicht so die Hoffnung für. Oh, nein. Jetzt hätte ich mich fast selbst getötet und schon wieder fast das Lava zerstört. Aber es ist nicht verbrannt. Es ist nicht verbrannt. Eben, siehst du, ich hatte recht. Aber ja, das hier wird jetzt wahrscheinlich verbrannen. Weil ich fast Feuer gefangen hätte. Ja. Ich denke, das so der Respekt im Internet, das ist aber nicht nur auf YouTube ein Problem. Ja. Also ich meine, du kannst dir ein paar, nicht mal in einer Minute, kannst du dir einen Account machen auf irgendeinem Portal, kannst du sofort rumflamen und ja, bis du den mal rauskriegst. Ja, Ich vor meine, die. allem YouTube hatte jetzt die geniale Idee, dass sie ja das Ganze mit ihrem wahnsinnig erfolgreichen und wahnsinnig beliebten Google Plus zusammenkoppeln können. Ja. Und durch Google Plus kannst du jetzt, du kannst dir einen Kanal auf Google Plus erstellen, der dir dann automatisch einen YouTube-Kanal erstellt, wodurch die Namensgebung beeinflusst wird. Das heißt, du kannst jetzt Namen, die schon an einen Kanal vergeben sind, nochmals nutzen. Das heißt, ich kann zum Beispiel einen Kanal machen, der Gronkh heißt, kann dann einfach sein Bild kopieren und den Hintergrund und dann habe ich einen Gronkh-Kanal. Und das läuft aber dann nur über Google Plus. Oder Ja, kann. nee, du kannst dir dann durch Google Plus noch einen YouTube-Kanal schalten und dann hast du einen Fake-Kanal.
Ja, aber ich meine, die Adresse dieses Kanals wird ja wohl dann nicht youtube.com/gronk sein, denke ich jetzt mal. Nee, das nicht, aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo einen Hate-Kommentar hinterlässt, die sehen dann nur das Anzeigebild und den Namen Gronkh Ach genau gleich so. geschrieben und die denken sich dann, ach du Schande. Und klar, wenn du dann auf die Abo-Zahlen schaust, dann siehst du dann ja so null Abonnenten, ach so, ja, das kann nicht der echte sein. Ja, gut, stimmt. Aber Ja, aber das habe ich auch gelernt. Du musst dir einfach ein dickes Fell aneignen und wenn du das nicht hast, ist YouTube vielleicht nicht so das Richtige. ja, das stimmt schon, ja. Ja, ich meine, sich aufzuregen über einen Scheiß-Kommentar unter vielleicht 50 Kommentaren, die durchweg positiv sind, das bringt's ja nicht. Dann löschst du den halt und dann, ja, Ja, ignorierst. klar. Es ist halt immer eine Frage des Aufwands. Also ich meine, wenn du, sagen wir jetzt mal, du bist ein eher kleiner YouTuber, dann geht das ja. Aber ich sage jetzt mal, als ganz großer ist der Aufwand, so Hate-Kommentare zu löschen, Ja, klar. schon, ja, eher größer. Ja, da musst du es dir dann aneignen, dass du die gar nicht beachtest. Ja. Ja, also was anderes bleibt dir ja nicht übrig, außer du willst dir ja jemanden anstellen, der das für dich durchsucht. Ja, ich denke, so die Kanalnetzwerke können das teilweise auch übernehmen. Habe ich so das Gefühl. Wirklich? Also, ich weiß nicht, inwiefern so ein Netzwerk das Ganze handeln kann. Aber ich denke, da wird es bestimmt auch irgend so ein Team geben, welches sich so um die, sag jetzt mal, Customer Relations kümmert. So das, was halt der End-User dann zu Gesicht bekommt. Ich glaube, die sind nicht daran interessiert. Wenn die jetzt ein Netzwerk sind, die haben vielleicht ein paar hundert Leute in ihrem Netzwerk, die gehen da doch nicht freiwillig jedes Video von jedem, der da beim Netzwerk ist, durch und schauen durch, wo es da Hate-Kommentare gibt. Ja gut, aber ich meine, es ist auch Marketing. Ja, aber die versprechen dir ja nur bessere Reichweite, die versprechen dir ja nicht automatisch nur positive Kommentare. Gut, ich meine, sie verdienen auch was dran. Das Netzwerk. Also, ich weiß nicht. Gut, ja, als Kommentar ist vielleicht zu weit gegriffen, aber so, wer zeigt welches Produkt wo, das wird bestimmt was mit dem Netzwerk zusammen zu tun haben. Ja, vor allem die Netzwerker, die sind dann das Bindeglied. Das heißt, die Leute schreiben nicht mehr dich an, sondern die schreiben dann das Netzwerk an und das kann dann schon mal filtern, was überhaupt Crap ist oder Ja. was nach einer guten Kooperation anhört und da hast du schon sehr, sehr viel weniger Arbeit. Ja, gut, das stimmt. Du musst ja das Ganze nicht mehr unbedingt managen, sondern hast wer, welcher das übernimmt. Ja, ich sage jetzt mal so, der erste Part, der ist durch. Und wir sind wahnsinnig weit gekommen. Ja, ich denke, ich werde mir jetzt hier mal so dieses Stein generieren, werde ich jetzt hier weiterziehen und ja, soll ich das jetzt hier alles im Video breitwalzen mit dem Stein generieren oder? Nee, Cheaten. also Cheaten ist jetzt nicht unbedingt das Ziel von Skyblock. Ja, klar, nicht. Aber ja, man könnte es ja vielleicht ein bisschen beschleunigen. Ja, kennen wir. Das ist ja nicht mehr so langweilig. Ich sage mal, 64 Stein generieren, mache ich kurz außerhalb des Videos und dann ja, kriegt er auch was zu sehen. Und nicht nur hier hin, her, hin, her. Und dann hat sich das. Ja, dann freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt und heiße euch dann im nächsten Video wieder herzlich willkommen. Tschüss, Bis zum Leute. nächsten Mal. Tschüss, Leute.